Hallo meine Freunde, wir waren jetzt heute bei der Uni, weil Nadja ihre Beteiligung hatte und so sieht die von außen aus. Eigentlich sieht es innen drin genauso aus wie am alten Hauptgebäude von der TU, also nichts Besonderes, ich war ein bisschen älter, aber es gibt so Security, das heißt man kommt nur mit Karte rein und dann musste sie mir einen Besucherausweis ausstellen. Da konnte ich aber auch rein. Ja. Und jetzt feiern wir, glaube ich, noch ein bisschen oder genießen den Tag, weil sie jetzt mehr Plus hat. Ja, und dann heute Abend geht es weiter Richtung Komsomolsk. Na Amore. Mit dem Zug. Vielleicht finde ich diesmal Zeit, auch im Zug zu finden. Also, bis dann. Wir sind auch hier gerade bei der Uni. Und das sieht aus wie ein Kriegsdenkmal, weil da steht was von 1941 bis 1945. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und jetzt werden wir noch gleich den Bus nehmen und dann zurückfahren. Und vielleicht filme ich dann auch mal kurz die Gegend und die Wohnung von der Nadja, weil das ist eigentlich ganz interessant. Weil das sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt immer. Also doch nicht nur Klischees, sondern auch Wahrheit dabei ein bisschen. Ja, also das fand ich interessant. Ich vermute, dass hier während der, naja, im Zweiten Weltkrieg irgendwelche Militärforschung war. Aber ich bin mir nicht sicher. Naja. Das ist relativ interessant in Russland. Es gibt keine Fahrkartenautomaten oder sowas, sondern es läuft. Wenn jemand einsteigt, läuft sie rum und kassiert die Leute ab. Auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich hoffe, wir halten jetzt hier, dann sieht es nämlich. Jetzt müssen wir noch auf den Weg zum Lehrer, das zu liefern. Brennen wir die Reste von dem Diplom. What is it? Paper. Paper does not burn well.
Yum, yum. No. Ja, 22 Minutes. Das war witzig. Und so sieht's hier aus. Okay. Bye-bye Diplom. Und wer riecht jetzt ihren Aschenbecher? Wir beide. Hier habe ich geschlafen. Ja, jetzt geht's gleich zum Zug und dann schauen wir weiter.